Oh ja, auch noch vergiftet. Wieder alle vergiftet. Ich habe da auch einfach kein Glück bei sowas, ne? Mixen wir noch mal ein bisschen was zusammen. Wunderbar, wunderbar. Perfekt, perfekt. Gut, und jetzt muss ich noch mal alle hochheilen. Dann buffen sie noch mal durch. Dann gehen wir noch mal runter. Ach ja, das mit dem immer wieder anklicken ist natürlich auch ein bisschen nervig, ne? Wie viel Lebenspunkt hast du denn mittlerweile? 104 schon? No. Wir sollten woanders. Not bad. Gut, jetzt bastelst du nochmal durch. Segen und Eltern. Speichern. Bisschen weiter zurück, nicht, dass sie so nah dran sind wie gerade. Schön auf die falsche Seite natürlich gestellt. Einige haben echt noch viel Leben, eigentlich, ne? Au! Katze. Guck mal, die gleich einen Doppelhörer abbekommen. Ah, der nächste haut ab. Nur ein Katze. Ich glaube, die Dicken haben wir jetzt mittlerweile fast weg. Dau. Finde ich persönlich auch nicht verkehrt. Und hochheilen. Jetzt jede Runde muss sie jemanden heilen, würde ich sagen. Ah, der nächste weg. Sehr gut. Aber gleich haben wir sie. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, der hat noch volles Leben. Au! Warum kannst du denn nochmal an jetzt? Komm, holen wir. Ja, das war gut. Muss ich jetzt mal selber kurz hochheilen. Also sie kann schon recht oft heilen, bis die Mana weg ist, würde ich sagen. Down. Ist nicht ganz verkehrt. Soll mich das jetzt beeindrucken? Hau den nicht weg, ne? Wer ist dran? Wir könnten jetzt einen Schritt zurückgehen. Wir könnten jetzt ja auch einfach mal alle umfallen. Was haltet ihr denn davon? Müsste doch die Höhle jetzt aber auch gleich mal leer sein. Ganz ehrlich gesagt, der Meinung. Eigentlich gleich alle weg. Das ist gut. Gut, gut. Jetzt noch den. Ist der andere jetzt hin? War das schon alles? Ich hoffe, jetzt kommen nicht gleich nochmal welche. Gibt hier auf jeden Fall noch welche. Zum Beispiel den. War das schon alles? Auch schnell weggemacht.
Spiel speichern. Oh, haben wir jetzt erstmal Ruhe oder kommen da gleich wieder welche? Da ist eine Falle, die wir noch nicht öffnen können, wahrscheinlich. Ohoho, komplett Obwohl ihr besiegt worden gestorben. seid, soll heute nicht der Tod euer Schicksal sein. Kehrt ins Land der Lebenden zurück. Es warten noch viele Prüfungen auf euch. Eine Falle. Und damit wurden wir komplett aus dem Leben geholt. Weiß ich nicht. Kannst du ja keinem erzählen, ne? Das war krass jetzt. Gut. Diese Falle rühren wir definitiv nicht an. Könnten uns nochmal nachbuffen lassen. Spiel speichern. Aber auch jetzt keine Ahnung, ob ich mich nicht hier verlaufe. Ich glaube, wir haben komplett die ganze Höhle getriggert, ne? Und die alle auf einer Distanz weggemacht. Ey, da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche. Vor. Ja, der hat schon mal einen Tritt. Oh, der hat nicht so gut einen reinbekommen. Ja. Guck mal, und denn? Wenn sie nämlich nicht nacheinander, also nicht alle zusammen weggemacht werden, sind die gar kein Problem. Wenn man sie schön einzeln wegmachen kann, ist das easy going. Ist das ein Obelisk, wo was draufsteht wieder? Aha. Ah ja, ah ja, ah ja. Guck mal, die sind. Jetzt hab ich. Noch kein. Die kommen ja auch alle jetzt nicht lebend weg von mir. Also jetzt habe ich auch die Schnauze voll vor denen. Queen, das ist jetzt nochmal eine Königin, die könnte mal schwer werden. Könnten mal schauen, ob wir hier einen größeren Gang haben, dass wir die ein bisschen aus Ferne machen, aber irgendwie nicht so wirklich, ne? Oh, nee. Da muss ich mir jetzt auch erstmal ein Getränk aufmachen. Ja, red, was für ein Getränk? Der kriegt einen Applaus. Hau ihn doch weg! Nur ein Katze. Das ist die Queen, ne? Aber ich finde, die machen zum Teil schon ganz gut Schaden. Also, so ganz verkehrt ist es nicht. Es dürften eigentlich auch nur noch einzelne Gegner hier rumlaufen. Na komm, hatten wir den schon mal? Nee. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder mittlerer, ne? Von der Stärke her. Sollte aber auch schnell fallen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. 26 Gold. Zumindest machen wir ganz gut Gold. Da sind nochmal welche. Würde ich gerne mal wissen, wie viele. Deswegen verschwinden wir nochmal kurz. Machen hier magisches Auge an. War denn jetzt gegangen? War doch hier, ne? Drei Stück. Haha. Der wird doch gut. Ach, das sind alles die ganzen Reste nur. Komm, Rinder. Und umdübeln. Die ganzen Truhen können wir nicht aufmachen.
Ich hoffe, dass wir damit mit Telepathie, ist dass wir die mit Kratzer? Telepathie aufbauen können. Ich hoffe, dass es damit möglich ist. Weil Experte da rein bringt ja gar nichts in Schärfen. Du kriegst ja nichts mit auf. Was ist hier hinter? Stone City verlassen. Ah, da sind wir bestimmt draußen irgendwo oder so. Ärzte. Ärzte könnten uns aber auch verletzen. Nö, alles gut. Alles gut. Ah, da hinten läuft noch einer rum, da unten. Und hier kommen wir. Oh, ist das verwirrend, hier durchzulaufen. Ist das da auch noch ein größerer Raum, oder? Oh, das erkennst du auch so schwer immer, ne? War ich hier schon? Ja. Die ganzen Truhen können wir leider nicht aufmachen. Werden wir auch. Aber den ist das Telepathie holen, um das auszutesten. Oh, Hilfe! Weil die Truhen müssen wir nur mal aufkommen. Cool wäre, wenn es irgendwie so einen Wert gibt, ab denen kriegt man das immer auf. Aber schafft wahrscheinlich nur ein Dieb. Könnten natürlich auch gleich mal gucken, soll mich das jetzt beeindrucken? Ob es einen Begleiter gibt, mit dem wir alle Fallen entschärfen können oder sowas. Vielleicht passt so sowas besser in unser Team. Schon, ihr müsst jetzt da drauf gehen, sonst gehe ich nämlich gleich drauf. Dass die Feuerresistenz auch haben, ne? Das ist uncool. Komm. Hau mir jetzt nicht noch einen weg. Eine Runde würde ich sagen, ist ja auch weg. Ja. Also langsam hat man es auch ein bisschen raus, so wie lange man braucht für verschiedene Gegner. Das finde ich schon mal ganz gut. Generell kommt es halt immer mehr rein ins Spiel. Kannst dich dann so mehr auf die neuen Herausforderungen konzentrieren. Anstatt immer noch darum zu tümmeln, wie geht das nochmal, wie geht das nochmal. Das ist schon ganz gut. Ja? Ist einfach nur eine Wand. Ohne irgendwas. Aha. Ah, die Fackeln können aber auch immer nochmal ein Türchen aufmachen oder sowas. Ich habe auch keine Ahnung. Ich muss mir auch irgendwie mal gleich mal ein System überlegen, wie ich mir merke, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir. Eingang kennen wir zumindest. Hier sind wir auch schon längst gegangen. Da sind Drohnen drin. Müsste jetzt gleich rechts nochmal in den Raum kommen. Ne, da kommt der Obelisk. Hier ist die eine Truhe. Die Truhe hat uns gerade eben umgebracht. Alle komplett mit ein. Da kommt hier noch einer her, ne? So, jetzt ist doch alles grün. Das ist doch gut. Dann schlafen wir jetzt einmal hier in der Höhle. Würde ich sagen. Ein kleiner Test nochmal. Ich glaube auch, dass da, wo wir die Höhle verlassen können, hinten war doch nochmal so ein extra Ausgang. Da kommen wir auch nochmal irgendwo hin. Wo auch nochmal Mobs ist. Das ist auch so eine Art Dungeon, meine ich. Kurz mal ausruhen. Mhm.
Steinstadt verlassen, ja. Ja, wollen wir. Attacke! Attacke? Nein. Das sind doch alles nette Jungs hier. Moin Mädels, moin Jungs. Aber guck mal da unten nämlich. Hier. Goblin. Vater Warlock. Oha. Aber der Update hat schon, finde ich, enorm was gebracht. Also es sieht jetzt einfach wesentlich besser aus als sonst vor. Auf jeden Fall. Aber hier, an sich müssen wir hier nicht runter. An sich müssen wir nicht runter. Aber ein bisschen Anfangsloot könnten wir ruhig mal mitnehmen, ne? Da sagt man noch nicht nein. Will ich wissen, ob man darüber springen könnte? Übt der Springer schon, Jump and Run ist ein Ding. Kann er einfach, ne? Dann kommt man doch bestimmt von hier unten dahin, wo der Kampf stattfindet. Ja. Da können wir natürlich auch nochmal schnell den ganzen Loot mitnehmen. Da haben die bestimmt auch kein Problem mit. Eigentlich räumen wir ja nur kurz auf. Wäre blöd, wenn wir dann irgendwie darauf ausrutschen oder so. Deswegen nehmen wir das dann lieber schnell mit. Und quasi das Durchfegkommando. Das habe ich mich eh immer schon Ganz gefragt, ne? nett, aber Früher so bei unnütz. den größeren Schlachten. Welcher arme Mensch musste denn danach alles aufräumen, die ganzen Leichen wegschaffen und so? Was da extra eine Berufsbezeichnung für gab? Wir müssen schnellstens hier. So, also eigentlich müssten wir hier jetzt durch sein. Könnte ich hier jetzt raus und oben die Quest abgeben. Ich habe mir natürlich auch nicht gemerkt, wo wir sie angenommen haben. Aber das finden wir schon heraus. Lesen uns das gleich nochmal in Ruhe durch. Hier. Tötet alle Troglodyten unter der Steinstadt und kehrt dann zum Spark. Loder Flamme in Steinschatz zurück. Also Spark Loder Flamme müssen wir suchen. Die stehen ja alle mir im Weg, ne? Schrei ich die an. Hau da ab! Hau da ab! Hau ab! Hau da ab! Aber anstatt dass sie den komplett abhauen, bleiben sie genau da stehen, wo sie halt wieder im Weg stehen, ne? Gegen Zwerge. Kommst du auch nicht durch, einfach. Auch sie. Steht direkt vor der Eingangstür. Darlin. Loderflamme oder so einen Typen suchen wir, ne? Ich hab auch eine Vermutung, wo der ist. Wir gucken hier nochmal schnell rein. Ich glaube aber hier war der nicht. Ach, das ist sogar der König. Okay. Da tun der Zwerge. Nee. Zwerge haben wir noch nicht gerettet. Da müssen wir uns noch beimachen. Dafür müssen wir uns aber gut ausrüsten. Da brauchen wir noch ein paar Zauber. Entsteinerung wäre sehr wichtig. Weiß ich aber gerade nicht genau, wie der heißt. Und wir sollten die Truhen aufbekommen, die unten noch sind. Da könnte noch wichtiger Loot drin sein. Und hier habe ich auch noch die ganzen Schränke und so noch nicht geplündert. Weil die mich die ganze Zeit immer umhauen, die Fallen. Oh, ich verlaufe mich hier auch immer, Wir ne? könnten ja einbrechen. Einbrechen? Das wäre lustig, wenn das gehen würde. Keine Einbrech-Session. Hallo, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Hier. Ich glaube, dass der hier ist. Nein.
Scheiße. Ich war mir recht sicher, dass das da ist. So. Dann ist das aber hier. Das ist ganz klar. Nö. Auch nicht. Ist einfach nicht. Da. Loderflamme. Spark-Loderflamme. Auftrag. Schön. There you go. Rooted back into the connecting tunnels. Excellent. Get back to mining. Ja, bitte, bitte, bitte. Warum ist denn das jetzt auch auf Englisch? Das ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Bin ich auch nicht ganz zufrieden mit. Werde ich nochmal die Tage versuchen. Entweder muss ich das ganz rausnehmen, wieder das Patch. Obwohl mir der gefällt optisch auf jeden Fall. Aber es muss ja möglich sein, nur die grafische Optik, den Patch zu nehmen. Anderen Quatsch brauche ich an sich nicht. Ich brauche auch die Änderung von dem, von der Anpassung hier nicht. Grafisch würde ich gerne mitnehmen. Und ich denke mal, das hat dann auch damit zu tun, dass ich hier raustappen kann aus dem Spiel, ohne dass es komplett abstürzt. Wir könnten ja einbrechen. Dass du mal einbrechen möchtest. So, was machen wir dann jetzt als nächstes? Aufträge. Die sind zum Glück auf Deutsch noch. Das ist der Drache, den Drachen töten. Findet den verschollenen Ort der Meditation in den Zwergenhügelgräbern. In die Hügelgräber hätte ich auch richtig Bock reinzugehen, ne? Dafür würde ich mich aber auch noch ausrüsten, dass wir zumindest die Kisten aufbekommen und so. Den Feenkönig brauchen wir noch nicht suchen. Die Zwerge aus den roten Zwergenminen. Und kehrt dann zum Zwergenkönig in Steinstadt im Tal der ja. Müssen wir auch mal demnächst machen, ja. Aber ich finde jetzt noch nicht. Aus den Hügelgräbern. Also Hügelgräber haben wir recht viel. Bringt den versiegelten Brief zum Feenkönig. Findet den drei Statuen, okay. Noch eine Quest habe ich nicht. Dann gehen wir als nächstes Hügelgräber. Oder möchte ich das aber nochmal mit Telepathie ausprobieren? Oder schauen, das können wir jetzt kurz machen, mit dem Begleiter. Ob es da Begleiter gibt, der uns da helfen kann, die Schlösser besser aufzumachen. NPCs, da ist das bestimmt. Warum lädt er nicht? Internet ist doch noch da. Hallo, hallo? Doch, müsste noch da sein, ja. Doch, da ist er doch. Schneller reisen. Mehr Gold, mehr Glück, mehr Nahrung, Reparaturen erkennen, heilen, besser falschen, Fallen entschärfen. Plus 6 auf entschärfen. Ein Feinschmied. Ah, nehmen wir einen Feinschmied mit. Vielleicht noch für die Anfangsphase. Aber dann ist wiederum, verzichten wir auf Gold oder auf XP. Da streiten sich jetzt noch die Geister, würde ich sagen. Gucken. Also wir haben ja jetzt einen Verwalter. Der 10% mehr, 20% mehr auf gefundenes Gold, okay. Ah, ich glaube, das Gold lassen wir. Weil, es ist schwer, es ist schwer. Ob jetzt Gold wichtiger ist? Ah, am Anfang wahrscheinlich noch schon. Und später ist vielleicht XP wichtiger. Aber später könnten wir ja auch gut genug selber sein mit dem Reparieren. Das bräuchte man natürlich mal
Aha. Aha, hier sind noch mal welche. Fallen entschärfen, Fallen mit plus 6 auf entschärfen. Und hier, entschärfen, erkennen und reparieren. Plus 6 auf 6. Sinn, plus 6, plus 5 auf 6. Sinn und plus 10 auf Glück. Nicht verkehrt. Aber da ist ja nichts mit Fallen entschärfen, oder sehe ich das gerade nicht? Nee, da ist nichts. Ich glaube, wir nehmen uns mal jetzt hier, wenn wir, vielleicht finden wir hier sogar eine, können wir das ja einmal testen, speichern wir, nehmen wir uns hier so einen Feinschmied, und dann gehen wir runter in die Höhle nochmal und versuchen uns an den Fallen. Also, wir machen jetzt hier speichern, Zwischenspeicher 2. Speichern. Suchen uns ein Feinschmied. Und zwar will ich mich kurz mal orientieren, wo ist hier der Eingang? Und da kommen wir. Das ist eine Wache. Ja. Gut, 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 gut. Einbrecher. Waldläufer. Fallender Zauberer. Oh, was ist ein gefallener Zauberer denn? Mo moin, Hey, moin. wie geht's? Zaubert einmal pro Tag Stunde der Macht. Ja. Waldläufer versuchen ja ein Feinschmied, ne? Das war ein Feinschmied, ne? So vergesslich. Ja, guck mal, gar nicht vergesslich. Nur unsicher. Zigeuner. Darf man, glaube ich, gar nicht mehr sagen, ne? Mittlerweile auch. Genauso wie das dazugehörige Schnitzel. Oder darf man nur das Schnitzel nicht sagen? Ich weiß das gar nicht mehr genau. What? Einbrecher. Von da kamen wir aber. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht alles. Man findet aber auch nie kurz mal jetzt die, die man finden möchte, ne? Hier von da, da waren wir. Er sieht eigentlich ganz lustig aus. Alchemist. Kaplan. Lehrer. Spurensucher. Fährtenleser. Tormeister. Ist auch kein schlechter. Betrüger. Betrüger brauchen wir auch nicht. Wir wollen einfach nur einen ganz simplen, oh, ganz simpel ist es nicht, einen Feinschmied finden. Kräuter können. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es hier die gar nicht so wirklich gibt. Dass es die eher in einer anderen Stadt gab, da wo auch so viele Räuber und so sind. Dass es die wahrscheinlich eher da gibt. Hau da ab! Passant. Nein. Aber Einbrecher gibt es ja zumindest, ne? Weil ich denke mal, die Grundklassen können überall sein. Packträger. Okay, na gut, weil wir das ja eh ausprobieren wollen, gehen wir jetzt nach Erisa zurück. Hau da ab! Hau da ab! Hau da ab! Hau da ab! Soll mal abhauen da. Assis, ne? Gehen hier nicht aus dem Weg. Wir haben ja immer noch unseren kleinen Zwischenspeicher. Wir gehen jetzt in die Stadt, kaufen uns Telepathie, suchen damit den, auch das Schloss aufzumachen, aus der Ferne so vielleicht, wie das ja stand da zumindest so.
und einen Fein Schlosser oder wie der heißt da. Und wir noch. Dafür machen wir mal kurz. Wieder verlassen und springen hier runter. Sind wir noch da? Ich glaube, wir können hier auch nur nach Harmondale zurück von hier aus. Nahrung haben wir dafür auch genug. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Reitstall gab's hier ja nicht. Leider, hier kann man nur zu Fuß hingehen. Geschäftsidee, wir machen hier einfach einen Reitstall auf. Und dann werden wir stinkreich. Das ist nämlich eigentlich ein Reitstall-Simulator. Hops und Hops und Hops. Müssen ja eigentlich gut durchtrainiert sein, so oft wie ich mit denen herumspringe. Speerhändler. Gelehrter. Jetzt finde ich natürlich Gelehrten, ne? Schlosser, aber wir brauchen fein. Irgendwas. Feinschmied, wie doch gesagt. Feinschmied. Aber wenn wir mal hier gucken. Kurz hier auf Pause. Auf die verschiedenen Berufe. Oder Ausbildung. Und dann auf Fallen entschärfen gehen. Kann das nur der Dieb und der Mönch. Und ich als Bogenschütze kann das nur bis Experte. Und das ist ja definitiv nicht genug. So viel kann ich da ja gar nicht rausgehen, dass das geht. Jetzt kommt wieder mein alter Feind hier, die komischen Berge erklimmen. Ist das nervig hier hoch? Wenn das nicht wäre, ne? Also gucken wir mal nach einem Schmied und nach dem Zauberspruch. Wäre ganz gut, wenn wir das alles hier in der Stadt finden. Können wir mich hier auch direkt zurück wieder. Bisschen entspannter, denke ich mal. Yeah, so. Rüstschmied, Gepäckträger, Münzner, Händler, Koch. Speer. Oh, ich müsste. Spurensucher. Ich denke mal, wir müssen da in dieses Piratendorf. Ich gehe da ganz, ganz stark von aus. Obwohl es hier ein Schlosser gibt, ne, aber. Fein Schlosser nicht. Telepathie müsste. War das Seele? Oder. Es müsste Seele sein, oder? Willkommen in der Gilde der Seele. Bewahrung, Fluch entfernen, Segen, Bewahrung. Nee. Willkommen in der Gilde des Geistes. Telepathie. Geist war das. Ah, okay. Da, der Zauber kann die Gedanken eines anderen lesen und so verstehen. Ne, Telepathie, dann ist das nicht das, was ich suchte. Was war denn der Zauberspruch, den ich gesucht habe? Willkommen in der Körpergilde. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Brauchen wir gleich nochmal eine Übersicht der Zauber. Zauberkampf, Funkenblitzstrahl. Nee. Äh.
Ah, wir müssen ja eh nach Erisa, oder wie man den Namen ausspricht. Dann können wir ja auch da nochmal nachschauen, würde ich sagen. Dass man denn auch nicht mal schnell den Hallo, ihr Begleiter wollt findet, den man reisen? will, ne? Es geht sehr. Falschen Ausbilder. Wird man natürlich ein Ausbilder. Großschmied, Grader, Koch. Ist auch nur eine Wache. Auch wenn ich sagen muss, dass die jetzt nicht so aussehen, als wenn sie eigentlich jetzt gleich ausrauben könnten, ne? Quartiermeister. Kann ich euer Gesindel alles Kommt nicht in anfassen und Frage. nichts kaufen? Boah, musst mich auch jetzt nicht beleidigen. Ja, quasi aus Versehen reingetapert. Ein Flötenspieler hätte ich immer noch Bock zu. Wenn man mal einen vorflötet. Kundschaftler. Auch kein hier Feinschlosser, das ist doch nicht zu fassen. Apotheker. Dann müssen wir da oben zumindest ein paar die Zauber jetzt holen. Oh, ist das immer ein Aufwand hier. Goldtechnisch sind wir echt gut aufgestellt, muss ich schon sagen. Zigeune. Willkommen in der Körpergilde. Verletzen kann kein... Verletzen... Das ist alles nicht. Willkommen in der Gilde der Seele. Schicksal. Ein Hauch von Schicksal. Willkommen in der Gilde des Geistes. Lähmung, Berserker, Charme, Nerven. Nee. Ist hier natürlich jetzt auch nicht der Scheiß. Ey, wir reisen jetzt hier durch die ganze Weltgeschichte, bis wir den Scheiß gefunden haben. Ich möchte das wissen jetzt. Müssen ja nur mal die Kisten aufbekommen. Könnte mir noch vorstellen im Forest. Verzeiht mir, kommt ein anderer Tag wieder. Ich bin kacke im Moment. Erfrischend. Erfrischend. Boah, das war knapp. Warum? Auch nicht, wir haben heute bestimmt Sonntag. Wollen wir wetten, wir haben heute Sonntag? Gucken wir aber einfach nicht drauf. Gucken wir einfach nicht drauf. Geschlossen. Geschlossen. Finde ich blöd, dass das nicht bis 6 gemacht ist. Ahoi! Willkommen an Bord! Anker hoch und Segel setzen! Boah, da hat er aber ein guten Soundproblem. Das glaube ich, wenn man ihn nicht aussprechen lässt, dass das dann zu schnell ist für die. Ob hier in so einem komischen Elfdorf das ist? Ah, unschlüssig. Aber hier müsste doch der Zauber auf jeden Fall sein. Betrüger.
Kräuterkündler, Reiter, Schutzmagier, Gepäckträger, Passant, Pirate, Rüstschmied, Schutzmagier, Reiter. Im Verwalter habe ich auch 80 Jahre gesucht und jetzt findet man ihn einfach direkt. Direkt. Willkommen in der Gilde des Geistes. Irrsinn heilen, Furcht verjagen. Könnten uns natürlich auch gleich mal die Fähigkeit nochmal auf der Internetseite durchlesen. Willkommen in der Körpergilde. Wo wir jetzt immer noch den Zauber suchen, nachher bringt es der gar nicht. Also der Zauber wäre ja mit die beste Lösung. Finde ich. Das einfach mit dem Zauber dann hinbekommen können. Alchemist, den hatten wir ja schon, den hatten wir schon. Boah. In der Luft. Das sind nämlich die Moves. Die musst du bringen. Ey, das ist doch jetzt. Ist doch verhext gerade hier das Spiel, oder was? Findest du hier keinen Typen, ne? Nö, nö, nö. Ja, wir gucken jetzt nochmal auf der Internetseite, ob wir das da irgendwie herausfinden können. NPCs. Erstmal gucken wir NPCs. Fallen und Schärfen, Feinschmied. Steht leider nicht wo. Das ist natürlich uncool. Dann gucken wir nach den Zaubern. Zaubersprüche. Hier findet ihr alle Sprüche auf einer Seite zum Ausdrücken. Betäuben, verlangsamen, Erdresistenz, Todesschwarm, Steinhaut, Klinge, Stein zu Fleisch, Feldenattacken, Telekinese meinte ich. Brauche ich den Meisterrang? Erlaubt ihn Gegenstände auf Entfernung zu manipulieren. Neben anderen Möglichkeiten können sie Türen öffnen, Gegenstände an sich nehmen und Kisten öffnen. Ich würde sagen, wir brauchen Telekinese. Dafür müssen wir aber Meisterrang werden. Zauber des Meisterrangs. Eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich noch. Ach, Erdmagie. Es ist Erdmagie? Ach du dicker Aal. Feuchten in Erdmagie ein. Meister. Das dauert noch ein bisschen. Bin aber ganz ehrlich. Dann lassen wir sie nämlich hier. Das lassen wir? Aber gehen hier dann auf Erdmagie erstmal. Das nützt ja nichts. Und wir brauchen noch einen Feinschmied, ey. Zeit kommt einen anderen Tag wieder, weil heute wieder sonntags ist. Und ich sonst immer auf Sonntag warte. Mal wieder geschlossen. Guten Tag. Da hat Forest. Los geht's. Komm. Also, ich weiß nicht, die Elfen müssen es doch hinbekommen. Da, das ist einer. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es hier die auch nicht gibt. Triggersen, Quartiermeister,
Fährtenleser. Aber die Frage ist halt auch, wem bringen wir jetzt Telekinese bei? Also einen Schmied haben wir sie, nur einen Feinschmied nicht. Kartograf. Kartograf. Zigeunersen. Kartograf. Wassermeister, Waldläufer. Ey, wir haben alle gefunden, glaube ich, jetzt bald, ne? Nur den scheiß Feinschmied hat nicht, ey. Chefkoch haben wir auch schon 1800 Mal gefunden. Könnten ja auch mal googeln, wo die auftauchen, ne? Hier 7, Feinschmied finden oder so vielleicht? Ne, das langt nicht. Might and Magic, 7 so. Ne. Können halt einfach überall sein. Ach ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend alles. Dann laden wir den jetzt einfach. Vielleicht ist er jetzt mittlerweile hier einer irgendwo.